Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Leben des Lazarus. Ihr braucht etwas? In der letzten Folge sind wir wieder mal in die beflockte Meere eingekehrt und nach Weißlauf gereist. Dieses Mal steht aber etwas ganz anderes zu Buche und sie wollen uns wieder mal nicht rauslassen. Sie haben schon wieder die Tür hinter uns abgeschlossen. Schrecklich. Dann wollen wir mal sehen. Nun, unsere Hauptaufgabe heute ist es, die Dunkle Bruderschaft wieder zu besuchen, um Astrid den versiegelten, nicht mehr ganz so verschlossenen Brief zu geben und unsere nächste Aufgabe abzuholen. Was braucht ihr? Gut, als erstes wollen wir dann mal auf die Karte sehen. Ach, es ist zwar gerade still, aber ganz ehrlich, ich finde es gerade toll, wie die Berge da in dem Nebel liegen. Sieht das nicht einfach schick aus hier? Oh yeah. Oh yeah. Gut. Genug die Sonne angeschimmelt. Wo gehen wir lang? Okay. Ich denke, ich werde mal versuchen, hier lang zu gehen, um vielleicht ein bisschen Zeit zu ersparen. Es soll am sagen, das ganze Gereite geht ja dann doch irgendwann mal auf die Nerven, auch mir. Auch wenn es wirklich toll ins Rollenspiel-Setting passt, aber nee. Und wie gesagt, ich habe hier kein Problem damit, wenn irgendjemand vorspult. Dadurch werden die Folgen natürlich auch sehr viel kürzer für euch und ich denke, diese Stunden, die ich da immer aufnehme, sind dann nicht ganz so schlimm. Aua. Oh, du arme Ephraine, was tue ich dir bloß immer an? Ja, und mal gleich komplett in die falsche Richtung gegangen, super. Hier, ja, das sieht doch nach einem ganz guten Pass aus. Das sieht so aus, als könnten wir da gut drüber kommen. Ach ja, und ich habe endlich mal meine Festplatte defragmentiert. Jetzt läuft es auch wieder ein bisschen besser. Unfassbar, ich hatte echt einen Defragmentierungsgrad von 50%. Unfassbar, dass ich so überhaupt spielen konnte. Und da heißt es immer, Steam sei so gut mit den Daten, aber irgendwas muss ja da doch fragmentiert werden. Aber jetzt mal wieder genug aus der realen Welt erzählt. Wir sind Lazarus, der agonische Meuchelmörder und wir wollen Macht und Reichtum ansammeln. Und das auf eine hinterhältige und böse Art. Jetzt sehe ich den Pass nicht mehr ganz so. War der da? Oder war der da hinten dran? Gucken wir nochmal auf die Karte schnell. Ah, der war da. Gut. Ja, da ist auch eine Straße, also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir da gut drüber kommen. Sekundas Sockel. Oh, der sieht aber geil aus. Was ist denn das? Ein Trollriese? Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also so ein Trollriese, das wäre ja echt mal eine schöne Herausforderung, aber leider ist Lazarus daran nicht interessiert. Vielleicht später, vielleicht im zweiten Kapitel. Im ersten Kapitel ist er jedoch ganz egoistisch und denkt nicht mal daran, irgendetwas für Himmelsrand zu tun, sei es auch noch so eine Kleinigkeit wie einen Riesen zu töten. Und vor allem so einen cool aussehenden Riesen. Ja, aber so wie es aussieht, kommen wir hier super durch. Jetzt sind wir offenbar auch schon auf der Straße, die da auf der Karte eingezeichnet wird. Gar kein Problem, alles. Oh, und der graue Himmel. Ich hoffe, es fängt nicht gleich an zu regnen. Ah, aber zumindest zu schneien fängt es an. Ey, und Mephisto, dieser blöde, herbeiteleportierende Gaul, regt mich echt auf. Ich glaube, der muss wirklich mal dran glauben, wenn er mir nochmal so auf die Nerven geht. Aber doch ein bisschen ruckelig, leider. Au, die wollen meine Schuhe. Nur wegen meinen Schuhen wollt ihr mich überfallen. Was seid ihr bloß für ruchlose Banditen hier? Bösen Leute. Versuchen wir hier mal runterzusteigen. Unsere Ephraine ist ja geübt im Klettern und Bergsteinen mittlerweile. Okay, ja, das geht ganz gut. So, und das dürfte uns einiges an Zeit erspart haben. Also, ich denke mal mindestens 2 Minuten. Wenn wir nicht die ganze Zeit wieder auf die Karte gucken müssten, wäre das ja noch besser. Aber das sieht gut aus. Wir halten uns also, nachdem wir diesen Fluss überquert haben, rechts und werden die Straße nun entlang gehen.
Dann müssten wir auch gleich an dem schönen, schönen Teich vorbeikommen. Ich frage mich auch, ob der einen Namen hat. Da müssten wir uns echt mal bei der lokalen Bevölkerung kundig machen, habe ich das Gefühl. Oh, und Wölfe, wie süß. Ich würde dich doch mit einem Streich mit Merunes Dagons Dolch erledigen. Okay, lass mal ein bisschen ausladen. Und weiter geht's. So viel zum Ausladen. Oh je. Yeah. Also ich habe vorhin geguckt, ich habe ein bisschen viel Speicher belegt. Ich hätte vielleicht neu starten sollen, zumindest für dieses Spiel. Oh je, yeah. Aber es wird schon. War's schon. Und jetzt sind wir gerade runtergefallen, oh je. Gut, aber wir müssen eh auf die linke Seite, das passt also alles. Dumm. Gut. Oder? Okay, nochmal schnell gucken, sind wir jetzt auf der richtigen? Nee, wir müssen auf die andere Seite. Es verwirrt halt immer ein bisschen, wenn man dann sagt, ich muss auf die linke Seite des Flusses und wenn man in Blickrichtung da geht, ist es halt die andere. Naja. Oh je. Unser armes Pferd, was macht das alles durch? Und wie lange wir das schon haben. So sehr wie wir das schon ausgelaugt haben, müsste es ja eigentlich bald sterben. Oh je, oh je, oh je. Ich sehe einen Absturz auf uns zukommen, wenn es weiter so ruckelt. Aber noch ist ja alles okay. Die Berge. Ah, und das Wasser flackert. Ah, ich brauche einen neuen EMB-Mod unbedingt. Der das nicht so macht. Ah ja, der schöne Hintern unseres Gaules. Ganz prominent hier in diesem Let's Play. So oft, wie wir den schon gesehen haben. Gott sei Dank nicht aus so einem unvorteilhaften Winkel wie diesen. Aber trotzdem. Gott sei Dank haben sie das Pferd nicht ganz so realistisch dargestellt. Ich sag euch, jetzt bin ich doch auf der falschen Seite. Manor, diese blöde Karte. Ja komm, gehen wir ein bisschen unser Pferd waschen, indem wir durch den See in dieser extrem ruckligen Variante durchpendeln. Hier gibt es eine Höhle. Ob wir uns die mal ansehen sollten? Na, gleich gehe ich in die Höhle, damit es nicht so ruckelt, Alter. Okay, und Geronimo! Ah, okay. Oh je, ist dem sein Kopf überhaupt drüber? Ja, aber nur ganz knapp. Ich frage mich, ob Pferde auch ertrinken können. Was ich natürlich mit der tollen Ifraine nicht ausprobieren werde. Dumm. Unser Pferd, das Schiff. Ah ja, das könnte schneller gehen. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, die Veränderungsmagie hat doch so einen tollen Spruch, mit dem man über Wasser gehen kann. Und jetzt ist das Pferd ganz unter Wasser. Oh je, komm, bisschen hoch. Ich möchte nicht, dass du mehr saufst. Schwere Rüstung. Wie auch immer ich da diese Synergieskillpunkte kriege. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte sie auch wirklich keine Mod zuordnen, so richtig. Aha. Okay, eine Straße. Das sieht doch gut aus. Ey, Alter, ist das eine Ruckelshow. Ich hab doch defangentiert, Leute. Was soll denn das schon wieder? Soll ich so reiten? Nee, kann ich gar nicht. Ich wollte gerade auf so also von ganz oben auf mein Pferd gucken, damit es nicht ganz so ruckelt, aber. Naja. Einhändig, cool. Wieder Synergie. Kriege ich die Synergiepunkte, wenn ich Sachen aufsammle? Also ich habe ja diesen Auto-Harvest-Mod. Kriege ich Synergiepunkte, je nachdem, was ich gerade einsammle? Das würde mich doch echt wundern. Würde jedenfalls nicht ganz so zur Synergie passen, finde ich. Was ich mir ja immer vorstellen könnte, ist, wie gesagt, gut, ich reite auf dem Pferd, ich habe eine leichte Rüstung an, ich kriege leichte Rüstungssynergiepunkte. Aber wie kriege ich einhändig Synergiepunkte, wenn ich auf dem Pferd reite? Keine Ahnung. Oh, ruckel. Ah, oh, ich glaube, ich muss meine Ini mal ein bisschen ändern, damit es nicht ganz so
komisch lädt. Und immer diese Pferde auch noch im Hintergrund, ganz schrecklich. Ah ja, kommt. Ey, Leute. Okay, versuchen wir weiter zu rennen, dann ruckelt es wenigstens nicht ganz so, als wenn es gerade die Pferde nachladen müsste. Von meinen Kumpanen. Ah, gleich sind wir da. Dann kriegen wir endlich einen neuen Auftrag. Und dann heißt es wieder reiten. Ich bin wirklich ganz, ganz nah daran, wirklich die Schnellreisefunktion zu benutzen, wenn ich mir das so ansehe. Das kann doch keinen Spaß machen zum Zugucken. Und wir haben es mal wieder gut. Nehmen wir mal kurz unseren Cheat-Kompass raus, wenn er dann mal lädt. Hallo? Jetzt, da habe ich dich. Da muss ich hin auf jeden Fall. Alter! Ich glaube, ich mache nochmal eine kurze Pause, wenn ich in der dunklen Bruderschaft bin. Ist ja nicht auszuhalten gerade. Und einfach mal halt den PC neu laden. Ey, jetzt ist es aber echt nur noch ein Standbild. Leck mich doch am Arsch. Ja, komm, weg damit. Ich sehe, wo wir hin müssen. Alter, was soll das? Wenn ich wenigstens wüsste, woran es liegt. Ah, furchtbar. Nee, das geht so echt nicht. Ich glaube sogar, ich mache hier einfach einen Speicherstand und gehe sofort raus, weil das ist gerade so unspiel... Und jetzt lädt er wieder irgendeinen Scheiß nach, wo ich nicht weiß, was... Ah. Okay, also, wir speichern hier. Da. Und ich sehe euch gleich wieder. So, okay, ich habe jetzt nicht nochmal neu gestartet. Ich habe einfach mal die Distanz der Sachen runtergeschraubt und hoffe, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Es geht ja echt auf keine Kuhhaut. Oder Pferdehaut oder was auch immer. Jedenfalls nicht auf meine. Okay, runter da. Ihr braucht etwas? Na, aber so ganz funktioniert hat es wohl noch nicht. Naja, schauen wir nach, was... Oh je, das hat ganz und gar nicht funktioniert. Ich glaube, das sind diese Pferde so langsam. Also, furchtbar. Okay, und wenn uns diese blöde Astrid... Ey, jetzt sag nicht, dass ich ja auch ruckel. Also irgendwo, ich glaube, ich muss einfach neu starten. Wenn jetzt die uns gleich zum Nazier schickt, dann schlag ich sie. Was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Das habe ich. Er will, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Oh doch. Das Amulett zeigen. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Oh ja. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Dann wird's Zeit. Hatte seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Tja, wenn wir das gemacht hätten, dann hätte auch... Ja, okay, sie haben es ja geschafft von daher. Aber wir hätten Martin auch getötet in Oblivion. Wir hätten alles geschafft. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Na, bei dir bin ich nicht sicher. Zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können.
Okay. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Ah. Er ist ein Healer, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Okay. Ihr könnt euch einen Bürgschaftsbrief anbieten, das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Mensch, ich bin der Diebesgildenmeister und sie vertraut mir das nicht an. Ah, furchtbar, furchtbar. Aber was soll's. Okay, sollen wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Nö. Aber ich werde jetzt doch nochmal neu starten und hoffe, dass es da nicht hier überall so furchtbar, furchtbar ruckelt. Das geht ja absolut nicht. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Jetzt mal schauen, ob es ein bisschen besser läuft. Ah, so als erstes Bild sieht das jetzt nicht gut aus, aber nach dem Neustart kann es immer mal passieren, dass es etwas länger braucht zum ersten Mal laden. Ja, aber so, okay, das Pferd ist verschwunden. Das sieht ja jetzt schon ganz toll aus. Bist du noch da unten? Ja. Mein Gott, ein Pferd-Teleportationszauber. Super. Gut, aber so was das Umgucken anzieht nach dem ersten Laden, sieht es eigentlich ganz gut aus mittlerweile. Dann lass uns mal auf die Karte sehen. Wir sollen Devin suchen und der ist ganz dort hinten. Und auf dem Weg dorthin liegt jetzt auch nicht besonders viel. Na gut, da, aber da müssten wir einen riesen Umweg laufen. Mit der Elfine wollen wir noch nicht reden und nach Hochrodgar wollen wir auch nicht. Also geht's jetzt erstmal die Straße runter, über Helgen, den ganzen Weg, den wir schon kennen, bis nach Rifton. Auf geht's, keine Müdigkeit vorschützen, wir haben heute noch viel vor. Zumindest nach Rifton sollten wir heute auch noch ohne Probleme kommen, ja, und so wie es aussieht, schnell rennen können wir, ohne dass es sofort anfängt, eine Diashow zu werden. Sieht alles okay aus. Dann mal schauen, ob wir auch ohne Probleme durch die Stadt kommen. Wenn das geschafft ist, würde ich sagen, passt es fürs Erste. Ja, es könnte ein bisschen flüssiger laufen, aber ich habe ja auch einen Grafikmod für die Stadt installiert, also sieht bisher doch ganz in Ordnung aus. Ich denke, damit können wir leben. Okay, jetzt will ich aber kurz auf die Karte gucken, damit wir bloß nicht in die falsche Richtung gehen. Ja, das sieht super aus. Ah, wir hätten auch nicht mal durch die Stadt müssen, also wenn wir da oben lang gehen und ein Skelett einfach so auf der Straße, Herrgott. Welche dämonischen Kräfte hausen hier in Falkenring doch. Na, aber, ja okay, seit wann kommt ihr einfach von vorn? Interessant, interessant. Ich glaube, es geht, nehmen wir mal kurz unseren Cheater raus. Ja, nach Osten. Hauptsache nach Osten. Dann kommen wir schon irgendwie irgendwo in Rifton an. Die hat sich wahrscheinlich wieder neu bevölkert. Haben wir die überhaupt mal ausgeschlachtet, die Räuber, die hier hausen? Oh je, oh je. Okay, wieder irgendein komischer Ladefehler. Also ich weiß nicht. Ich finde es ja toll, dass unsere Gefährten mit uns reiten. Aber ist es denn diese ganze Laderei der Pferde wert? Na, im zweiten Kapitel werde ich vielleicht mich von der Mod trennen und dann doch die Schnellreisefunktion benutzen. Da muss ich mir nur überlegen, wie ich das mit den Tagen handhaben soll. Ansonsten wären die Folgen ja immer nur, was, 15 Minuten lang? Irgendwie passt es nicht gerade zu meinem Skyrim-Let's Play. Muss ich mir aber was anderes überlegen. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch mal die Supermod. Vielleicht gibt es irgendwie Teleportationsschriftrollen oder so. Ich weiß ja, es gibt einen Zaubermod, der es mir erlaubt. Oh Gott, und wie das Gras hier aufploppt. Der es mir erlaubt, in die verschiedenen Städte zu teleportieren. Aber Lazarus ist halt kein Magier. Wir könnten es vielleicht
auch so erklären, dass wir einen Magier dabei haben und der uns teleportiert, aber so ganz koscher ist das doch nun auch nicht. Wir sind jedenfalls schon in Helgen und wir versuchen einfach mal durch Helgen zu reiten. Das letzte Mal hat es zwar auch ganz gut funktioniert mit dem Umhelgenreiten. Oh, Diebe, okay. Oh je, aggressive Diebe. Können wir hier drüber springen? Ja. Die Animation war zwar ein bisschen blöde dazu, aber können wir. Und, ah toll, müssen jetzt durchs verbrannte Haus rennen, ey. Meine arme Ephraine, was ich ihr wieder antue. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Nee, das war eine blöde Idee. Ich hätte lieber um Helgen reiten müssen. Dann gehen wir hier lang. Okay, das... Uiuiui. Und die Geschosse fliegen nur so um unseren Kopf herum. Na toll. Und jetzt sind wir auch noch in der Sackgasse. Okay, andersrum. Oh mein Gott, ey, diese Pferde. Am Anfang sind die so gut gelaufen, aber mittlerweile glitschen sie ohne Ende. Mal schauen, können wir drüber springen? Wahrscheinlich weniger. Nee, das wird nichts. Ach, und aufmachen können wir das Ding. Ah, doch. Seit wann können wir das so aufmachen? Interessant. Und durchreiten. Okay. Und da haben sich tatsächlich Banditen in diesem armen Helgen eingefunden. Es reicht nicht, dass der Drache die Stadt zerstört hat oder das Fort. Nein, auch Banditen belagern es nun. Furchtbare Geschichte. Und ich laufe in die falsche Richtung. Ah, je. Yeah. Gut, aber nochmal werden wir sicher nicht nach Helgen reinreiten. Immer schön außenrum, das scheint mir die bessere Variante zu sein. Und das arme Pferd hat einfach ein paar Eisstacheln in den Hintern geschossen bekommen. Aua. Und jetzt haben wir die Eisstacheln abgekriegt. Wow, verdammt. Die haben aber verdammt wenig Schaden abgegeben. Spielen wir noch auf Legendär? Ja. Wundert mich. Normalerweise machen doch Eiszauber etwas mehr Schaden an unserem Agonia. Und jetzt sind wir auch wieder back on track. Auf der richtigen, welcher der zwei Wege ist der richtige? Der linke. Natürlich wären wir gleich wieder falsch rumgelaufen. Ist doch immer so. Und da wir jetzt so ziemlich in die Berge kommen, sollten wir auch unseren Mantel anziehen. Unseren dädrischen. Den können wir auch mal in die Favoriten legen, dann brauchen wir nicht immer ins Menü dafür. Ah ja, und der schöne hohe Kragen, der passt doch so richtig gut zu unserem bösen, bösen Agonia. Ah, aber diese Gischt, oje. Schon allein, wenn man sie sieht, friert es einen doch, oder? Furchtbar, furchtbar. Gott, was habe ich bloß mit dem Hintern von meinem Pferd? Ah, schlimm. Also ich finde, so ab diesem Winkel sollte es nicht mehr weitergehen. Das ist schon mehr, als man sehen will, habe ich das Gefühl. Okay, ja, das jetzt kommt auch wieder ein bisschen mehr die Sonne raus, was uns unsere Sicht doch erheblich vereinfacht. Mal wieder ein Synergiepunkt. Kann ich jetzt auch mit dir reden? Ah nee, er steigt ab, okay. Schade. Ich dachte, ich müsste nur auf E drücken und er würde vom Pferd aus reden. Das wäre echt cool. Aber immerhin macht er Türen auf, also man soll ja das, was man hat, nicht schlecht reden, sondern glücklich sein, was man hat und sich eines besseren über Mods erfreuen. Ich weiß, ich habe den Convenient Horse Mod, ich könnte auch irgendwo einen Key dafür einsetzen, mit den Leuten vom Pferd zu reden. Macht ja eigentlich auch irgendwie Sinn, wenn uns so viele Patrouillen auf dem Weg immer begegnen. Gut, aber zumindest der Neustart, der hat's gebracht. Das ist wirklich viel, viel flüssiger jetzt. Und schon fast wieder eine Wonne anzusehen, wie ich finde. Ich sollte auch mir wirklich merken, den Computer neu zu starten, wenn ich Skyrim spiele. Das passiert mir irgendwie so bei jedem dritten Teil, dass ich sage, ich bin so blöde. Ich habe meinen Computer wieder nicht neu gestartet. Oh je.
Ah, mein Mund wird auch langsam trocken. Ich hoffe, dass wir bald an eine Ladestelle kommen und ich etwas von meinem süßen Getränk trinken kann. Ich trinke zwar nur Wasser, aber ist doch auch irgendwie ein süßes Getränk, finde ich. Gut, und jetzt kommen wir in die schöne Gegend von Rift. Mit diesen herbstlichen Bäumen. Wunderschön, wunderschön. Es gibt ja auch einen Jahreszeiten-Mod für Skyrim. Vielleicht sollte ich mir den mal besorgen. Das würde doch sehr gut in die Atmosphäre passen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt erst wie viel? 39 Tage hinter uns. Ich glaube, das hier ist der 40. Und das würde doch irgendwie dann komisch sein, wenn die Jahreszeiten jetzt schon wechseln würde. Es gibt ja auch den Tropic-Mod, aber ganz ehrlich, der hilft meiner Immersion ins Spiel nicht wirklich. Finde ich einen tollen Mod, habe ich auch schon mal einen Durchgang mitgespielt, aber ja, ins Rollenspiel passt der nun wirklich nicht. Hey, du blöde. Okay, müssen wir geradeaus? Ja. Diese blöde. Oh, und was ist denn das? Ah, nur Sturmmäntel, okay. Sturmmäntel mit ganz schöner Feuerkraft, wie es aussieht. Da machen wir schnell die Fliege. Apropos Fliege, ich mache mal kurz einen Speicherstand. Nicht, dass das Spiel doch noch irgendwie abstürzt. Das wäre ja blöde. Ich bin mir nämlich... Oh, wow. Zwei Säbelzahnkatzen haben sie erledigt. Starke Krieger, denen wir hier begegnen. Und der blaue Himmel erscheint auf uns. Wunderschön. Und nach rechts. Gott sei Dank gucken wir immer auf die Karte. Mittlerweile haben wir es ja gelernt. Ja, auch wenn es wahrscheinlich schneller gehen würde, einfach den Kompass mal rauszuholen. Aber ich mag ihn nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich es in den letzten Folgen schon erwähnt habe, aber einmal mehr kann ich schaden. Die süßen kleinen Wölfchen machen uns ja nicht mal mehr weh, wenn sie uns treffen. Oh, und wunderschöne Aussicht hier auf den Fluss. Was mir auch fehlt, sind Namen von den Flüssen. Auf der Karte meine ich jetzt, weil ich denke mal, man könnte ins Wiki gucken und sicher den Namen der Flüsse rausfinden, aber das würde ich mir nie im Leben merken können. Oh, und was haben wir denn da für ein komisches Ding? Ein Smaragd-Golem oder was? Sieht jedenfalls so aus. Ja, unser Level ist schon ganz schön hoch. Wir begegnen nicht mehr nur Wölfen, auch ein fieses Ungeheuer wie dieser Smaragd-Golem ist beileibe unsere Kragenweite mittlerweile. Oh yeah, dieser dichte Wald. Irgendwie finde ich schade. Ich finde so, von der Dichte her ist der Wald wirklich gut. Aber irgendwie fehlt mir so ein richtig dichter Wald, auch im Flusswald. Das soll ja offenbar ein ganz dichter Wald darstellen. Aber so richtig glaubwürdig dicht ist er dann auch wieder nicht. Müssen wir über die... Ah, wir hätten eine Abkürzung nehmen können, Mist. Okay, aber auf jeden Fall nach rechts hier. Was haben wir hier für Leute? Jemand muss mir helfen! Hilfe! Irgendwelche Sterndarkrieger, so wie es aussieht. Hilfe? Ihr kriegt keine Hilfe von Lazarus. Ihr seid unterhalb ihm. Ihr seid einfach nur unteres Fußvolk für ihn. Okay. Ach, so schön. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. So muss das sein. Genau so. Ausnahmsweise mal wörtlich gemeint und nicht als, was ist es, eine Allegorie darauf, dass man das Problem vor lauter Dustlichkeit nicht sieht. Oder nicht vor lauter Dustlichkeit, aber man konzentriert sich eben auf alles andere, außer auf das eigentliche Problem. Wow, schon wieder ein Eisgolem. Ich denke mal, oh ey, so viele Eisgolems, die passen hier nicht so ganz rein. Okay, der Smaragd-Golem, damit kann ich umgehen, aber Eis-Golem? Es könnten auch natürlich Saphir-Golems sein, aber nee, passt nicht so wirklich. Und wir haben auch schon lang keinen Drachen mehr gesehen. Die müssen bemerkt haben, dass wir einfach nur flüchten. Und jetzt setzen uns... Oh, das wäre jetzt echt super Zufall, wenn jetzt genau ein Drache kommen würde.
Naja, sieht aber nicht so aus. Da unten ist auch ein bisschen Wasser. Gut, dann hat die Brücke auch eine gewisse Relevanz. Ansonsten könnten sie ja auch einfach nur ein bisschen Dreck auftürmen, worüber man reiten könnte. Dann, ja, da hinten sehe ich Riff drin. Super. Und wie spät haben wir es? Ah, 3 Uhr mittags schon. Naja, also und wahrscheinlich gibt er uns Geld fürs Medaillon. Und dann müssen wir wieder zurückrennen. Ey, was für eine unnötige Quest, Alter. Da waren die, war die Konsistenz der Diebesquest schon ein bisschen besser. Dunkle Bruderschaft ist zwar super von der Gilde her, aber nee. Du musst immer 2 Leute töten, dann kommst du zurück, dann sagt dir Astrid was, dann gehst du wieder 2 Leute töten. Dann musst du nur mit einem Mann reden, gehst zurück in die dunkle Bruderschaft und die schickt dich dann wieder nur weg, um einen mit einem zu reden. Menschenskinnern, was ploppt denn das Gras hier so auf? Das war doch vorher auch nicht so der Fall. Muss ich mal gucken, ob es einen Mod gibt, der da ein bisschen für regelmäßigeres Grasladen sorgt. Also das ist nicht so toll, wenn man reitet. Wenn man zu Fuß geht, habe ich eigentlich noch nie so wirklich Gras aufploppen sehen. Aber mit dem Pferd jetzt die ganze Zeit, das ist, naja. Und wieder zurück in meine Heimat, sehr schön. Ich denke, wir gehen auch noch gerade mal, oh, was bist du für ein farbenprächtiger Vogel und was war denn das für ein, okay, also das Verhalten der Vögel ist jetzt auch ein bisschen unkonventionell, um es mal gelinde auszudrücken. Ich wollte sagen, ich werde auf jeden Fall noch in mein Haus gehen, wenn wir schon hier in Rifton sind. Zu Besuch in Rifton? Nein, ich wohne hier. Gut zu wissen, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Devin, wir wollen zu Devin. Und vielleicht können wir auch... Hä, wir haben nichts geklaut. Also zu Tonila müssen wir wahrscheinlich nicht gehen. Dumm, die dumm. Ah, genau, wir wollten noch gucken, ob uns irgendjemand Taschendiebstahl beibringen kann. Und ihr euch mal unterhalten wollt, er kann das sogar gleich. Sagt einfach Bescheid. Ja, erst nennst du uns Echse und jetzt bist du froh auf uns. Gutes im Schilde, nicht wahr? Oh ja. Ich werde es euch beibringen. Aber es wird euch etwas kosten. Mensch, wir sind dein Meister. Kannst du uns nicht für lau trainieren? Ah, und ich habe wieder einen Fehler gemacht. Eigentlich wollte ich ja erst leichte Rüstungen trainieren und mir das Geld dann von der Frau aus dem... Wenn ihr Liebestraining benötigt, dann sagt einfach Bescheid. Ja, ja. Wollten uns das Geld doch von der Frau wiederholen, indem wir ihr Zeug verkaufen. Jetzt sind wir dazu blöd. Oh, und was für eine schicke, schicke Ding. Lass mal angucken, wie wir aussehen. Haha, das sieht doch cool aus, oder? Ja, wir sind halt der Diebesgildenmeister. Das ist unser Platz. Ich finde es eigentlich auch... Wow, was haben wir denn da? Okay, die ist auch neu dazu gekommen. Stehen wir also wieder unter dem Schutz von ihr, wie es aussieht. Sehr schön. Und wo ist jetzt der gute Devin? Hier, wo er... Nee, das ist Brynjolf. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin dein Gildenmeister. Du hast das zu tun, was ich dir sage, kleiner Wicht. Aber Devin scheint jetzt nicht hier zu sein. Ah, doch, da. Ich habe ihn gerade gehört. Immer gern zur Verfügung. Gut, auch deinem Gildenmeister. Oh, ich bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der dunklen Bruderschaft ausnahmsweise hier. Ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Tja. Und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Met, einfach mal wieder zum Plaudern. Es geht ums Geschäft, natürlich. Was für eine Art Geschäft denn? So eine geile Stimme, die ihr hat. Was könnt ihr mir darüber sagen? Das Amulett aushändigen. Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Besser. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Sehr schön. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf.
Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Ach, das kommt noch. Sogar noch ein viel größeres Mitglied. Wollt ihr es denn kaufen, Devin? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Ja, das hat sie mir auch so gesagt. Reizenden Auftrag. Geh mal aus dem Weg, bitte. Mit meinen besten Grüßen. Toll, das war die ganze Quest. Mann, ich hasse das. Gut, aber jetzt gehen wir noch kurz nach Hause. Oh, falsche Abzweigung genommen. Geht's hier auch irgendwie raus? Naja, nicht wirklich. Nee, komm, dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Ja, ja, die Diebesgilde. Was bin ich auch so dämlich? Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Ja, ja, ich weiß doch, dass es hier lang geht. So, und hier können wir schon sehen, wo wir raus müssen. Noch nicht, aber hier, das ist doch immer ganz einfach zu finden. Nein, ach, was bleibst du auch immer? Dann bleib doch mal offen für uns. Ich meine, die ganze Zeit ist es offen, während wir in der Diebesgilde sind. Nur wenn wir rausgehen, dann wird es gleich geschlossen. Ich weiß, das funktioniert eigentlich in der Engine anders, aber ihr wisst, was ich meine. Unlogisch, einfach unlogisch, was da passiert. So, dann rennen wir mal in unser Häuschen da. Ich denke, ich mache dann auch einen Cut in unserem Haus, gehe noch ein bisschen durch die Stadt, verkaufe mein Zeug und wir sehen uns dann vor der, vor den Toren Riftons wieder. Falls es nicht da Nacht wird. Wie spät haben wir es denn? 5 Uhr. Oh, okay, dann machen wir es so, dass ich euch gleich verabschiede und... Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht ins Leben gerufen haben. Immer diese Dämmerwacht. Ich hasse die Dämmerwacht. Home sweet home. Und die wartet auf uns schon nackt, war ja klar. Ja, ja. Gib's doch zu. Du läufst hier die ganze Zeit Splitterfaser nackt mit unserer mit unserer... Wo ist denn unser Huskarl eigentlich? Die müsste doch irgendwo hier rumstreunern. Hat sie uns verlassen? Ist sie ja die Aufgabe zu niedrig gewesen, oder was? Ah, nee, da bist du ja. Oh, du kochst für uns. Ist das nicht nett? Wunderschön. Gut, also, da machen wir hier ausnahmsweise relativ früh einen Cut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.